Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Izzy von den Edeka Genussmomenten und wir machen heute meine absolute Lieblingsnachspeise Baklava. Die Butter ist nicht nur für den Geschmack da, die Butter sorgt auch dafür, dass die Schichten schön fluffig aufgehen und knusprig werden. Jetzt gebe ich Zimt hinzu. Baklava ist ein Nationalgericht der vielen Ländern. Es wird immer auf eine andere Art und Weise gemacht. Die heutige Baklava ist der Mix aus allen Regionen, der mir persönlich am besten schmeckt. Wir bereiten erstmal alle Zutaten vor und holen dann den Teig. Baklava wird meistens aus Filo- oder Jufka-Teig gemacht. Der besteht nämlich aus Weizenmehl, Wasser und Salz. Und trocknet daher auch sehr schnell an der Luft. Wir haben hier gehackte Pistazien, wir haben flüssige Butter mit Zimt. Jetzt fehlt uns nur noch der Teig. Und da der Jufka-Teig viereckig ist und unsere Form rund ist, müssen wir das einmal eben zuschneiden. Damit ihr die nicht alle einzeln schneiden muss, legt ihr doch alle einfach übereinander und dann schneidet die alle zusammen. Nicht wegwerfen die Abschnitte, ganz wichtig, die können wir nämlich mitverarbeiten. Dann nehmen wir ein Blatt Backpapier, legen das in den Ring hinein. Wenn ihr die Springform mit Backpapier ausgelegt habt, könnt ihr das entweder nach oben klappen oder aber abschneiden. Als allererstes fetten wir den Boden mit der Butter ein und wir legen die erste Schicht Teig hinein. Dann bestreichen wir das wieder mit Butter. Die zweite Schicht. Wir brauchen nämlich einen stabilen Boden für unsere Pistazienschichten. Deswegen machen wir 2-3 Schichten nur mit dem Teig und mit Butter. Und jetzt fangen wir an, die Ränder mit zu verarbeiten. Die legen wir auch mit hinein. Das ist an sich kein Hexenwerk. Es geht wirklich darum, dass man einfach alles übereinander schichtet und alles immer wieder bepinselt. Jetzt machen wir die erste Schicht Pistazien. Ungefähr 2 Esslöffel Pistazien, eine Schicht Teig. Wichtig ist, dass wenn man mit Jufka oder Filoteig arbeitet, dass man trockene Hände hat. Sonst bleibt der Teig an den Händen kleben und reißt dabei auch ganz, ganz schnell. Wichtig ist, dass man Baklava vor dem Backen schneidet und nicht danach. Danach wäre es nämlich so, dass Baklava kaputt gehen würde, weil es zu knusprig ist. Vorher kann man ein schönes Muster reinschneiden, wie zum Beispiel das klassische Baklava-Muster. Das machen wir jetzt. Man darf nicht bis ganz zum Schluss durchschneiden, das heißt mit ganz wenig Druck arbeiten. Wir halbieren die Baklava und dann vierteln wir. Und jetzt achteln wir die. Ich empfehle, immer von außen nach innen zu schneiden, weil ihr dann den Teig auch nicht verzieht. Jetzt als nächstes fangen wir am besten hier an und schneiden parallel zum Schnitt spiegelverkehrt die Stücke an. Das schneiden wir wieder parallel zu dem Schnitt. Und dadurch entsteht das typische Rautenmuster. Und bei dem nächsten Stück genau das gleiche. Baklava ist jetzt fertig geschnitten, aber noch nicht fertig gebacken. Jetzt kommt es in den Ofen für 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Während unser Baklava im Ofen vor sich hingart, machen wir den Sirup drauf. Die Zitrone, die rollen wir. Denn die Säure muss da rein, denn wenn etwas so süß schmeckt, dann muss auch Frische hin. Ungefähr 250 Gramm. Ja, 150 Milliliter Wasser. Dann kochen wir das Ganze einmal auf. Der Sirup macht die Baklava richtig schön saftig und süß. Wir haben nämlich noch gar keinen Zucker in unserer Baklava. Und das ist ja eine Nachspeise, eine süße Nachspeise. Den gießen wir gleich über die Baklava rüber. Der Sirup zieht schön ein und die oberen Schichten bleiben dabei richtig knusprig. In manchen Regionen benutzt man keinen Honigsirup, sondern einen Zuckersirup. Genau das gleiche, nur mit Zucker. Jetzt haben wir das Ganze aufgekocht und jetzt schauen wir, wie es unserer Baklava geht. Das ist richtig schön geworden, hört ihr das? Richtig knusprig, hat eine schöne Farbe. Jetzt gießen wir den Sirup auf unsere Baklava runter. Der sapft nach unten und dann lassen wir das Ganze abkühlen. Dann hat die obere Schicht die Zeit, wieder knusprig zu werden und die untere Schicht die ganze Soße in sich aufzunehmen. Und da kommt dieser wunderschöne Glanz wieder, den wir vom Baklava kennen.
ist phänomenal, wie das duftet, dieser Honig, diese feine Nuance der Zitrone, die kann man auch ganz gut erahnen, Pistazien, Butter, Honig, der gebackene Teig, das ist Baklava. Jetzt lasse ich das aber ungefähr eine Stunde stehen und ziehen und abkühlen und dann wird probiert. Unser Baklava hat jetzt lang genug gezogen, jetzt wird Zeit zum Dekorieren und Probieren. Seht ihr hier diese ganzen Schichten da? Das kommt durch die Butter. Man kann genau erkennen, wo die Pistazien sind, wo nicht. Und man kann genau sehen, wie gut das aufgegangen ist. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Also für mich ist das die perfekte Baklava. Dazu würde jetzt noch ein schöner herber schwarzer Tee passen oder ein richtig starker Mokka. Ihr Lieben, probiert es gerne aus und schreibt das Ergebnis in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Izzy.